Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Slack, mit einem neuen Video zu GTA 5 und zwar alles, was bei dem Raubüberfall in Palito Bay keinen Sinn macht, beziehungsweise eine klassische Folge, Hashtag Rockstar Games Logik. Ja, das Ganze ist auch ein neues Format auf meinem Kanal, welches ich einfach mal ausprobieren wollte und wenn euch das Ganze gefällt, dann zeigt das doch mit einem Daumen nach oben, damit ich weiß, dass ihr mehr von sowas sehen wollt. Ja, bevor ich jetzt aber noch mehr Zeit verliere, würde ich sagen, lasst uns direkt mal anfangen. Also, ihr kennt ja bestimmt diese ganzen Rockstar Games Logik Videos, in denen Dinge gezeigt werden, welche gar keinen Sinn machen. Und ich dachte mir also, yo damn, in den Story-Modus Raubüberfall gibt es auch voll viele Dinge, die keinen Sinn machen. Und deswegen zeige ich euch heute mal alle Dinge, die im Raubüberfall das Ding in Palito Bay keinen Sinn machen. Vergesst aber nicht, Leute, ich möchte hier mit Rockstar Games irgendwie gar nicht bloßstellen oder so. Oder ich möchte auch nicht GTA 5 schlecht reden oder sowas. Nein, ich wollte einfach nur ein paar amüsante Dinge aufzählen, welche bei genauerem Nachdenken eigentlich gar keinen Sinn machen. Ja, denn vor meiner Recherche, gebe ich selber zu, habe ich all diese Sachen gar nicht bemerkt und fand sie auch nicht störend oder sowas. Aber nach genauerem Nachdenken merkt man halt so, yo, das macht keinen Sinn. Und deswegen gibt es davon halt heute eine Zusammenstellung. Fangen wir aber mal mit dem ersten Punkt an. Denn wenn wir in dieser Cut-Sequenz hier sind, sehen wir Lester, wie er mit uns die Planung durchführt. Und am Ende der Cut-Sequenz verlassen alle das Büro, so auch Lester. Aber als die Cut-Sequenz dann zu Ende ist, sitzen wir dann in unserem weißen Van und Lester ist einfach vom Erdboden verschluckt worden. Er befindet sich nämlich weder im Van, noch in dem Haus, wo wir zuvor noch alle waren. Und ein Auto sehen wir außerdem auch nicht, welches wegfährt. Und wo bitte ist Lester denn hin? Na gut, aber als wir dann auch letzten Endes an der Bank angekommen sind, steigen wir auch alle aus dem Van aus und wie ihr ja wisst, verlassen wir am Ende des Überfalls die Bank und haben dabei eine extreme Panzerung an und machen die Stadt mit Miniguns unsicher. Aber wo zum Teufel sollen wir diese gigantische Rüstung und die Minigun eigentlich verstauen? Ja, bist du dumm? Im Minivan natürlich, sagt ihr jetzt. Ja, hätte ich auch gedacht, aber der Minivan ist leer und in die Taschen, die wir auf dem Rücken haben, würden wir auch niemals so eine Ausrüstung bekommen und das wird auch gar nicht reinpassen und selbst wenn wir das da alles reinbekommen in die Taschen, wäre die Tasche immer noch viel zu schwer, dass man damit so easy rumrennen könnte. Also ich meine, so eine Panzerung mit Minigun ist einfach extrem schwer, weil allein die Minigun hält man ja schon mit zwei Händen fest. Und als wir dann die Bank verlassen, wo ist eigentlich der weiße Van hin, den wir vor ein paar Stunden zuvor noch dort geparkt haben? Ist der einfach verschwunden? Wurde der abgeschleppt? Wurde er wieder ans Fahrzeuglager eingelagert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist der Van weg. Und als wir in die Bank reingegangen sind, war er noch da. Naja, das wissen wir jetzt leider nicht, wo er genau ist, aber das soll uns auch gar nicht weiter stören, denn machen wir jetzt mal mit der Tankstelle weiter, denn diese explodiert ja im Laufe der Flucht. Das Ding ist, sie explodiert, aber viel zu einfach, denn bloß nach ein paar Schüssen explodiert die gesamte Tankstelle und ihr seht ja auch, in was für einem Ausmaß die ganze Tankstelle explodiert. Wenn wir dann im normalen Freeroam irgendwie uns ein Auto schnappen und wirklich in die Tankstelle reinfahren, kommt es manchmal vor, dass sie einfach stehen bleibt. Und da explodiert die gesamte Tankstelle mit einem riesigen Feuerwald schon nach einem einzigen Schuss. Ja gut, sagte ich jetzt, das war jetzt einfach so, damit es ein bisschen cooler aussieht und wir nicht erst eine halbe Stunde da unsere Zeit verschwenden müssen, bis die explodiert. Ja, das kann auch gut sein, aber kurze Zeit später müssen wir dann einen Helikopter vom Himmel holen und da müssen wir bei helfen, denn Trevor, der seine Minigun hat, der schafft es nicht, den Helikopter abstürzen zu lassen. Ich meine, Trevor hat eine fucking Minigun und er schafft es nicht, den Helikopter vom Himmel zu holen. Ja, vielleicht sagte ich jetzt so, ja, die Minigun, keine Ahnung, die hat einen kleinen Linksdrall, so, da treffen nur ein paar Kugeln von, ja gut, könnte theoretisch sein, aber wenn wir dann natürlich unsere normale Handfeuerwaffe nehmen, auf den Helikopter schießen, ist er nach 5 Schüssen schon down. Okay, alles klar, Rockstar. Okay, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wieso kommt nämlich überhaupt das SWAT-Team in den Autos von der Polizei angefahren und nicht in ihren eigenen SWAT-Fahrzeugen? Hatten die kein Geld mehr oder war gerade Sonntag und alle SWAT-Fahrzeuge waren gerade in der Waschanlage oder so? Also eigentlich macht das ja auch gar keinen Sinn. Und was ist eigentlich mit dem Zug falsch gelaufen? Ich meine, es ist erstmal total unlogisch, dass der Zug so extrem langsam an dieser komischen Hühnerfabrik vorbeifährt und dann auch noch hinten so ein Waggon einfach offen ist. Aber wenn wir dann in Sandy Shores angekommen sind und die Betonung liegt hier auf fucking Sandy Shores, seht ihr mal gerade die Fahrtrichtung hier des Zuges auf der Karte und der Zug hätte so nie im Leben in Sandy Shores ankommen können. Naja, vielleicht wurden auch einfach nur Weichen gestellt. Das macht zwar immer noch keinen Sinn, weil es unmöglich ist, dass der Zug dann in Sandy Shores ankommt, aber gut, wir nehmen es jetzt einfach mal an. Aber als die drei dann aufsteigen, wo zum Teufel sind die kugelsicheren Westen, Anzügen und Minigun hin? Ich meine, was ist nur los mit diesen Dingern? Als erstes kommen sie aus dem Nichts und dann verschwinden sie wieder aus dem Nichts. Ich meine, sie waren nicht im weißen Van, dann waren sie in der Bank, dann kamen sie aus der Bank raus, dann hatten sie auf einmal die Rüstungen an. Dann steigen sie in den Zug, sie steigen aus dem Zug aus und bumm, die Rüstungen sind wieder weg.
weg. Einfach wieder weg. Keiner weiß wohin. Ja, man könnte fast meinen, erst mitten in der Entwicklung hatte man sich darauf geeinigt, solche Panzerungen einzubauen und dann hat irgendein Praktikant einfach die Panzerung hinzugefügt, ohne wirklich in der Story zu erklären, wie die denn dahin kamen und wo sie dann wieder verschwunden sind. Und überhaupt, wieso hat man sich eigentlich entschieden, mit einem so langsamen Güterzug zu fliehen, wo man genau weiß, wo der ist und wann er wo anhält? Das macht doch auch gar keinen Sinn. Ich meine, wir kämpfen hier gegen das fucking FIB, das ist sozusagen der größte Geheimdienst aus dem Land, also der größte Geheimdienst in Amerika. Der kann doch easy hingehen und sagen, yo damn, halt mal den Zug an. Also, naja, okay. Okay, und jetzt zu guter Letzt, schaut mal, in welche Richtung hier die Lokomotive zeigt. Zum Tunnel. Richtig? Ja, ist richtig. Zum Tunnel zeigt die Lokomotive gerade, aber nach der Cut-Sequenz fährt der Zug einfach in die komplett andere Richtung. Das heißt, der ganze fucking Zug wurde einfach gedreht. Also, einfach so, der wurde gedreht und fährt weg und ja, dann wird auch nie wieder darauf eingegangen. Also, keine Ahnung. Krasse Sache, oder? Ja gut, dann ist der Überfall auch schon wieder zu Ende und damit ist dann die heutige Folge auch zu Ende. Aber Leute, wie gesagt, vergesst nicht, ich möchte hier mit Rockstar Games nicht bloßstellen oder GTA schlecht reden oder sowas. Ich fand einfach nur, es waren ein paar coole Dinge, die man mal ansprechen sollte. Denn wenn man halt genauer drüber nachdenkt, wie gesagt, ihr habt es heute selber gemerkt, denkt man sich erstmal so, Alter, was haben die denn geraucht, als sie das entwickelt haben? Naja, Leute, das war's jetzt aber auch schon wieder mit dem Video. Hat dir das Video gefallen, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben oder einem positiven Kommentar. Abonniere mich doch auch gerne für mehr solcher Videos und bis wir uns jetzt also wiedersehen, wünsche dir noch eine wunderschöne Woche und ciao.